Ja, moin moin, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video von Dr. Knall. Wie man eventuell sieht, war ich gestern ein bisschen einkaufen und ich wollte mal zeigen, was ich so gekauft habe. Man sieht schon einmal, zweimal die neue Funke-Charge. Das sind die 21er. Ja, in dem Fall 21E. Keine Ahnung, ob die 21E-Charge genauso begehrt ist wie die 20E-Charge. Ich hatte ein Päckchen schon mal aufgemacht und ich muss sagen, ich finde die Verarbeitung wirklich, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Also ich finde sie vielleicht sogar optisch ein bisschen schöner als die letzten A-Böller. Ich werde da gleich mal einen Vergleich machen. Die 20er gegen die 21er, das Video lade ich dann auch noch hoch. Ich weiß nicht, ob vor Weihnachten oder in den Weihnachtsfeiertagen. Ich schätze mal in den Weihnachtsfeiertagen. Ja, also auf jeden Fall haben wir die schon mal gekauft. Zwei Schinken und ein paar Einzelpäckchen. So, dann machen wir mal weiter. Dann haben wir hier die Lucky 8 Bälle. Auch immer wieder sehr schön für zwischendurch, um die durch die Gegend zu werfen. Die guten alten Crackling Bälle. Haben wir fünfmal gekauft. Dann habe ich hier das Zombie Innovation Raketenpack von Classic. Bin ich mal sehr gespannt auf die Raketen. Im Video sehr vielversprechend. Eine dicke, fette Packung mit ordentlich, ja, Raketenspaß. Hier sieht man nochmal von Classic. Ich denke mal, die taugen was. Ich bin mal gespannt. Ja, und dann haben wir hier einen ganzen Karton mit Nico Hamsterkauf Familiensortimenten. Die habe ich mir gegönnt, um die im Freundeskreis ein bisschen zu verteilen, dass jeder, ja, ein bisschen Silvesterspaß haben kann. Genau, damit jeder bei sich wenigstens ein bisschen den Himmel zum Leuchten bringt und es nicht ganz so trist wird wie vielleicht letztes Jahr für den einen oder anderen. Habe ich einfach mal einen ganzen Karton hier mit dabei. Ich denke, da gibt es ein paar, die sich darüber freuen werden. Und man muss ja auch gucken, wenn man das Glück hat, an Silvesterfeuerwerk zu kommen. Und dieses Glück hat nun mal nicht jeder. Warum nicht teilen den Spaß? So hat jeder ein bisschen Freude. Genau. So, da haben wir Funke und die Innovations. Das ist schon mal der eine Karton. Dann gehen wir mal zum nächsten. Hier haben wir von Argento die Thalia, eine 30 mm Fächerbatterie. Wirklich ein sehr, 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 sehr imposantes Bouquet und eine ganz tolle Batterie. Also zumindest die Videos sagen das. Ist jetzt hier ein bisschen ange. Hier die dicken 30 mm Rohre. Ja, also da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Dann habe ich hier die Silberheuler in P1. Ja, die gibt irgendwie dieses Jahr ein P1, mal F1, mal F2. Der gute Malte kann sich da anscheinend nicht entscheiden. Ja, diesmal im P1. Warum nicht? Kann man immer mal wieder gut mitnehmen. Die Funke habe ich euch ja schon gezeigt. Da werde ich gleich mal noch einen Test machen. Dann habe ich hier für 2,50 von Bonfireworks nochmal Pink Blue Palms und Blink Hero, so eine kleinen günstigen Mini-Batterien, die ja wahrscheinlich gar nicht schlecht sind. Für 2,50 kann man die einfach mal mitnehmen zum Testen. Dann einmal die Terremoto Salut Batterie von Elgato. 10 Sekunden Dauerfeuer, 50 Schuss, heftige Saluts. Also ja, die drückt schon. Dann eine Neuheit für dieses Jahr, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, zumindest auf dem Video. Das ist die Opal von Argento. Bin ich auch mal wirklich sehr gespannt. Blauer Feuertopf zu goldenem Blinkschweifaufstieg, zu einer grünen Blinkweide, umrahmt von goldenen Blinkstern. Und ich glaube, das, was da steht, das passt auch sehr gut. Die ist wirklich wunderbar. Dann noch zwei Packungen Laserballs. Auch ein bisschen so, um durch die Gegend zu werfen, die Dinger. Und ja, der Funkeschinken, genau wie der andere, ist jeweils immer 21E-Charge. Dann nochmal hier gab es dazu zwei für die Kiddies, nochmal ein paar Bengalfackeln. Dann die Funke Goldfontänen, die haben mir auch sehr gut gefallen.
Sind relativ günstig und gleich wieder mit dabei. Dann dieses Jahr mal die Screamshots. Die hatte ich noch nicht. Ich war letztes Jahr wild mit den Scream Rockets unterwegs. Jetzt habe ich die mal mit dazu genommen. Die Scream Rockets kriege ich auch noch. Also das ist jetzt nicht die, nicht alles. Es gibt noch, ja, eventuell mache ich dann noch mal ein Unboxing. Da kommt noch einiges dazu. Das ist jetzt ein Teil. Ja. Und wahrscheinlich das Interessanteste, jeder fragt sich die ganze Zeit, auf was steht das hier eigentlich? Ja, und wo drauf soll es stehen? Da gibt es doch nur eine Wahl. Und das ist die Supernaut 2. Für 0 Uhr ein brutales Brett. Eins der besten Verbünde auf dem deutschen Markt. Und ja, ich denke mal, wenn dann Krawall machen, dann um 0 Uhr richtig Krawall. Und das klappt super mit der Supernaut 2. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal. Teil 1. Ich mache jetzt gleich mal ein Video und vergleiche die A-Böller. Ich hoffe, ihr kommt auch alle noch an euer Feuerwerk ran. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal schöne Feiertage, guten Rutsch und ja, wir hören uns vorher eh nochmal. Macht's gut, euer Dr. Knall.